Sven Schulz hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, müssen wir zweierlei tun. Wir müssen als Erstes die Bildungschancen der Menschen, die hier leben, verbessern. Und wir müssen, selbst wenn wir das jetzt sofort tun würden und sofort eine perfekte Bildungspolitik machen würden, von der die Regierungskoalition ja weit entfernt ist, selbst dann würde das nicht allen Prognosen nach würde das nicht ausreichen, sondern wir brauchen darüber hinaus auch zweitens die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland. Und darum brauchen wir die entsprechenden Rahmenbedingungen. Wir müssen attraktiv werden als Arbeitsstandort. Wir müssen eine Willkommenskultur etablieren. Und nun wissen wir natürlich, dass das eine politische Herausforderung ist. Denn jahrzehntelang ist uns immer wieder erzählt worden von vielen Leuten, wie schwierig das ist mit der Zuwanderung und was das für eine Belastung ist und welche Schwierigkeiten es bei der Integration gibt. Und das ist sozusagen eine politische Thematik, der wir uns stellen müssen. Wir müssen trotzdem auch gegen diesen Trend klar sehen und den Leuten auch sagen, wir benötigen Zuwanderung aus dem Ausland, um unsere Wirtschaft weiter voranzubringen und dann eben auch perspektivisch unseren Sozialstaat weiter zu finanzieren. SPD und Grüne haben sich dieser Herausforderung schon vor langer Zeit gestellt. Die Regierung Schröder war es, die 2002 das Zuwanderungsgesetz gemacht hat, damals hart bekämpft von CDU und CSU im Deutschen Bundestag und im Bundesrat. Wir erinnern uns sehr, sehr gut daran. Ich will aber jetzt diese alten Schlachten nicht noch mal führen, sondern ich will nur darauf hinweisen, dass das bis heute nachwirkt und ein Stück weit ein Problem ist. Denn diese Denke von damals bei der CDU-CSU, die gibt es jedenfalls in Teilen der Union immer noch und sie wirkt immer noch nach. Und darum ist die Politik der Koalition in diesem Feld auch so halbherzig, so widersprüchlich und eben auch zögerlich. Das sieht man auch in diesem Gesetzentwurf. Der Minister Rösler hat gesagt, dieser Gesetzentwurf, das sei ein Quantensprung in der Zuwanderungspolitik. Bei so einer Wortwahl, also Sprung, ja, da denke ich unwillkürlich an eine Raubkatze, die also elegant und dynamisch nach vorne schnellt. Aber wenn man sich mal das ganze Verfahren so anguckt und anschaut, was da drin steht im Gesetzentwurf, da gibt doch die Bundesregierung doch eher das Bild eines schläfrigen Bernhardiners ab, der angeschoben werden muss, damit überhaupt irgendetwas passiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das fängt schon damit an, dass die Umsetzung der Richtlinie ja mit großem Zeitverzug erst passiert. Die Richtlinie ist von 2009. Heute haben wir 2012 und Sie kommen jetzt erst mit dem Gesetzentwurf. Und dann, was auch die Inhalte anbetrifft, da gibt es jede Menge Leerstellen. Das hat Ihnen, der Kollege Uhl hat ja dankenswerterweise darauf hingewiesen, das hat Ihnen der Bundesrat auch ins Stammbuch geschrieben. Ich will nur einige Beispiele nennen. Es fehlt zum Beispiel die Verbesserung der Zuverdienstmöglichkeiten für Studierende. Hat der Bundesrat gesagt, da müssen wir was machen. Die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme dankenswerterweise gesagt, ja, okay, wir stimmen zu. Also hoffen wir, dass das in den Beratungen hier im Deutschen Bundestag von der Regierungskoalition auch aufgenommen wird. Es fehlt die Verlängerung der Frist für die Arbeitsplatzsuche von den Absolventen. Die Bundesregierung hat gesagt, müssen wir prüfen. Also ein weiterer Debattenpunkt. Es fehlt die vereinfachte Definition der Angemessenheit der Arbeit. Die Bundesregierung hat gesagt, lehnen wir ab. Noch ein Diskussionspunkt für die Ausschüsse. Es fehlt die Ermöglichung von Selbstständigkeit von Absolventen. Die Bundesregierung hat gesagt, wir prüfen. Also müssen wir auch da noch weiter vorankommen in den Beratungen hier im Deutschen Bundestag. Es ist wirklich, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Bernhardiner Koalition, es ist wirklich schwer und mühsam, mit Ihnen da Fortschritte zu erreichen. Und dann sind dann auch so richtige Klopper mit drin. Also ein starkes Stück ist das Thema Niederlassungserlaubnis. Die kann, das will die Bundesregierung, schlägt sie vor mit dem Gesetzentwurf, die Niederlassungserlaubnis soll auch entzogen werden können nachträglich. Ja, was ist denn das für eine Botschaft? Sie sagen doch den Leuten, ihr könnt hier jahrelang brav arbeiten, Steuer zahlen, dann auch Arbeitsplätze sichern und schaffen, aber wenn es mal ein Problem gibt, dann raus mit euch. Na, das ist doch das Gegenteil von Willkommenskultur, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Kollege, Sie kommen zum Ende, bitte. Ich komme jetzt zum Ende. Ich glaube, dass an diesem
an diesem Gesetzentwurf noch eine ganze Menge getan werden muss. Wir werden in den Ausschussberatungen da versuchen, jedenfalls diese Bernhardiner-Koalition ordentlich noch ein Stück weiter anzuschieben, damit was Ordentliches draus wird. Dankeschön. Wir wollen ja nur ein Fest.